So, willkommen zu einer neuen Runde Skywars. Ich hatte das Gefühl, dass euch das, dass euch die Runde Timulia 101 auf Oldschool-Basis gefallen hat und ja, dann dachte ich, warum machen wir nicht nochmal so ein bisschen Oldschool? Ich habe im Moment auch wieder ein bisschen mehr Spaß an Minecraft, als ich es früher hatte. Seitdem hatte ich wirklich null Bock auf das Game. Und ich habe echt null Bock auf den Typen hier. Aber mir ist sogar mal ein gutes Thema für das Video heute eingefallen. Es war irgendwie keine schlechte Idee, mich hochzustacken, weil sonst wäre ich jetzt schätzungsweise ganz leicht. Ist ganz Metal tot? Komm, habe ich ihn? Fuck it. Und ich muss einmal ganz kurz sagen, dass ich immer dieses Mikro-Lags zwischendrin maximal appreciate. Ach, Digga, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Skywars, ne? Nachdem ich in der zweiten Runde Skywars einfach mal straight up runtergelaufen bin, weil ich meine Tastatur schon so dachte, dass der Autismus am Start sein müsste. Der Typ denkt sich ja aber auch, dass er irgendwie einen auf... Ich halt mal. Korrekt, Digga. Ach, Digga, ich kann kein Minecraft mehr, so halten wir das einfach mal fest. Long story short, wir sind hier auf der beschissensten Bed Wars Map, die es jemals gab. Ich habe noch nie kapiert, warum es diese Map gibt. Ich habe heute aber sogar ein super schönes Thema dabei, nämlich Namen. Hört sich jetzt erstmal weird an, wird nicht besser. Mir ist mal aufgefallen, dass Leute früher maximal, okay, den Typen sollte ich haben, früher maximal Premium-Namen hatten. Nice. Ach, Digga, er lief halt wirklich. Ich hoffe, er hat einen Beweber. Ja, auf jeden Fall, also ich fand die Namen früher ziemlich premium. Ich meine, ich heiße ja Niklaus Gustav Adolf IV. Von Schweden. Für die, die es noch nicht wussten, ja. Ich bin im schwedischen Königshaus. Wir sehen davon, dass Gustav Adolf IV. 500 Haumich tot, glaube ich, irgendwann schwedischer König war. Aber ich habe mich halt einfach gut gehalten. Ja, mir ist mal wirklich aufgefallen, dass der Typ ein Hurensohn ist. Geile Namen, die Leute früher hatten. So, zum Beispiel, kleines Beispiel, so spontan wäre zum Beispiel Maximilian Maria Josef Karl Gabriel Lamoir. Nee, was? Warte, was? Maximilian Maria Josef Karl Gabriel Lamoral Reichsherr von und zu Weichs an der Glon. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Und ich laufe runter. Das ist natürlich eine stabile Leistung. Stellt euch das mal vor. Ihr seid im Kindergarten und ihr werdet gefragt, jo, wie heißt ihr denn? So, keine Ahnung, mit 3 oder sowas. Ihr werdet mit 3 gefragt, wie ihr heißt, aber ihr heißt rein zufällig Maximilian Maria Josef Karl Gabriel Lamoral Reichsherr von und zu Weichs an der Glon. Fick dich doch, Digga, wenn ich den Namen vorlese, musst du mich nicht spammen. Geiler Name, muss ich erstmal so sagen. Also für die, die sich jetzt fragen, wo finde ich so tolle Namen, wer war das und so weiter. Für einer von den Kollegen, die die Wehrmacht in Stalingrad von der Wand gefahren haben. Er war Generalfeldmarschall in der Wehrmacht. Ach meine Fresse, der portet sich jetzt nicht genau dann, wenn ich, okay, das kippt ein Haha. Brr. Aber ich möchte einfach immer nochmal festhalten, dass der Name echt ziemlich beschissen ist. Danke. Brr. Das war's komplett. So, und jetzt stellt euch mal vor, der bekommt eine Kreditkarte. Auf dieser scheiß Plastikkarte muss er bei einer Kreditkarte unterschreiben. Der Typ hat eine kleine Range. Der Typ bräuchte einfach so 15 Kreditkarten, nur um darauf zu unterschreiben. Bräuchte keine 15 Kreditkarten, weil der so viel Kohle hat. Wobei ich glaube, als Generalfeldmarschall ging es dir wahrscheinlich nicht allzu schlecht. Aber nur um zu unterschreiben. Oh, Digga, ich komme bei den Typen. So, zum Beispiel in der Grundschule, dieses so Freundebuch. Ich weiß, ich komme jetzt hier mit den weirdesten Beispielen an. Und Digga, ich find's geil, dass der Typ so ein 400 Blöcke Range hat. Meine Fresse, Digga. Das ist nicht dein verficktes Leben. Ja, Digga. Bock mehr. Dieses Freundebuch in der Grundschule, wo man dann so eingetragen hat, Name, Adresse, Lieblingsessen, was weiß ich, Lieblingspornokategorie, was weiß ich, keine Ahnung. Ich hatte keine Freunde, ich weiß nicht, was da drin stand. Kappa. Nee, keine Ahnung, kann mich aber nicht mehr dran erinnern, was man da eintragen konnte für den Scheiß. Diese ganze Scheiße da. Digga, schon bei Namen hätte der 8 Seiten gebraucht. Digga, das ist hier etwas verschwitzt. Jetzt nicht so auf Zweiter Weltkrieg-Basis, sondern auf Ich-sack-gerade-rein-Basis. Also Leute, denkt dran, wenn ihr auch gerne Maximilian Maria Josef Karl Gabriel Lamoral Reichsherr von und zu Weichs an der Glon heißen würdet, dann lasst doch jetzt unbedingt ein Like auf das Video da und schreibt mal Hashtag was ein beschissener Name in die Kommentare. Das ist ganz wichtig, schreibt Hashtag was ein beschissener Name in die Kommentare. Dann könnt ihr mir nämlich zeigen, dass ihr den Namen genauso scheiße findet wie ich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Folgt mir auf Twitch, Insta und Twitter. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Abonniert mich auf YouTube, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Denkt immer dran, so einen Namen möchte ich mir auch mal kaufen können.
Sind wir mal ehrlich, wir sind alle schon langjährige Wichser. Ohne Sorgen.